geht's dann auf die Mountain Section, alles klar. Und da ist dann One Way. Das heißt, kannst fahren, wo du Bock hast. Point Gates, oh, das sind aber hübsche Häuser. Typische Seafront-Häuser. Mann, ey, ist das holprig. Also hier will ich ja nicht mit Stoff hochfahren. Mein Gott. Das ist ja die eine Sache, ne? Dass du hier den Mumm hast, durch die uneinsichtigen Kurven durchzuballern, ja? Aber auf der anderen Seite ist halt der Belag größtenteils noch richtig, richtig scheiße. Da bist du hier nur am rumvibrieren. Man sieht es leider nicht auf der Kamera, weil das geht hier schon richtig steil bergauf. Das ist schon merklich kühler hier. Da haben sie sogar die Ideallinie abgesteckt. Das waren jetzt 25 Meilen, das war der 25. Milestone. Also ich muss mal sagen, der Abschnitt so zwischen 10 und 25, der ist ganz schön langweilig. Gooseneck. Ah ja, das ist eine gute Stelle zum Zuschauen. Jetzt ist frei. Ich hoffe mal, die Kamera bleibt dran, ey. Thank you.
Aussicht. Ich fass es nicht. Ja, die checken es nicht. Ah, die Kamera ist noch dran. Okay, ich glaube, die hat den Härtetest jetzt bestanden. Ja, ist immer sehr interessant, das erste Mal auf einer unbekannten Strecke. Sehr gut. Hillberry. Das muss man sich jetzt mal überlegen. Ja? Der Alistair, der ist gestern zum ersten Mal hier gefahren mit einer SV650 und hat eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 98 Meilen gehabt. Das ist schon echt krass. Ah ja, hier geht's rechts runter. The Nook. Mann, ey, das ist Deutsch-Englisch, ey. Ich komme schon völlig durcheinander. Nee, The Nook. Wahrscheinlich. Weil es ja komisch, ne? Also Hook ist ja auch mit zwei Ohren, heißt ja nicht Hook, sondern Hook. Ja, da unten ist wieder ein kleines Zeltcamp. Sind aber noch nicht viele Leute da, weil es ist ja... Aber warte mal, das ist schon wieder die Zielgerade, das ging jetzt aber schnell. Also ich glaube, dann ist es doch nicht so schwer zu merken, weil die Anzahl der Kurven war jetzt doch nicht so ultra groß. Ja, genau. Und hier saßen wir gestern, unter den paar Bäumen da. At first it seems like it takes forever and then suddenly it's over. Yeah.